Seid gegrüßt und willkommen zur 98. Episode meiner Prisoner Architect Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich denke, er hier ist der Grund dafür, dass alle so ausrasten. Müsst ihr mal eben irgendwie... Ja, fällt schon. Sehr gut. Bestrafung beendet. Und der liebe Herr wird jetzt auch hier in Schutzhaft genommen. Und ich glaube... Ich mache das so, dass hier oben die Schutzhaft reinkommt. Mit einem extra Gedönsbüro hier. Das mache ich. Wie heißt das hier? Nicht Büro, sondern... Wie heißt denn das hier nochmal? Sicherheit? Sicherheit heißt das, ne? Genau. 4x4. Kommt hier rein. Mach es mal etwas größer, dann kann ich auch noch Kameras reinsetzen. Wird das hier einfach nur für die... Was weiß ich, diese... Bandenchefs, damit die auf keinen Fall bestraft werden, dass die irgendwie, keine Ahnung, alles bekommen. Damit hier keiner auf den Sack geht. Das nervt nämlich extrem, wenn sowas passiert mit diesen Aufständen. Bis ich dann den Dings gefunden habe, der eingesperrt ist, ist irgendwie zu viel passiert, zu viele gestorben. Also ihr bekommt natürlich auch Überwachungsmonitor. Hier an die Wand. Da kommt dann auch noch ein Sitz hin. So. Die Türen kommen. Oh, was ist denn jetzt wieder? Egal. So, das kann ich hier auch alle wieder wegschicken, weil es ja wieder alles okay ist. Da kommt hier aber irgendwas Luxuriöses rein, dass alle neidisch werden. Dass die auch. Nee. Natürlich nicht mit den neidisch werden, damit die beruhigt sind. Hm. Bekommt erstmal ein Bett. Nee, ich überlege mir erstmal, wie groß ich die Zellen mache. Ich versuche mal wieder mit dem Planungstool. Ich muss ja irgendwie nichts dingsbumsen. Obwohl, die kriegen hier noch so einen Aufenthaltsraum. Die haben ja direkt daneben einen. Na, ich überlege mal das noch, wie ich das mache. So, aber hier. So, machen wir das so. Oh, das war falsch. Sind die alle gleich groß? Ne, Moment mal. 3, 3, 4, 4. Hm. Sehr gerecht. Nee, Moment mal. Das ist hier so 4. Mache ich das dann... Nee, hier ist so. Das sind 4. Richtig, 4. Ich messe lieber so ab. So, 4. 4. Genau, hier muss ich dann hin. Das müsste dann bis hier gehen. Das hier müsste ja auch klar gehen. Von der Größe her. Ist hier noch ein Klo oder was weiß ich? Waffenkammer. Tür. Obwohl, ich würde gerne die Türen alle lieber so haben. Dann kommen hier so Luxuszellen rein. Ist doch wieder größer, verdammt. Also, 4x4. Ich hoffe, ich kriege nicht mehr als 4 von denen. Oh, das habe ich natürlich schlau gemacht hier. Ach Mann. So. Hier eine Tür rein. Was baut er hier? Achso, hier kommt der Stuhl hin, genau. Hier ist dann eine Waffenkammer oder was weiß ich. Taser. Genau. So, Mülleimer kriegen die. Nee, erstmal gucken, wie ich das mit der Dusche bin. Die Dusche kriegt jeder von denen. Habe ich schon Leitung irgendwo? Nur Strom. Oh, hier kann ich dann von unten. Okay. So. Ich sage hier. Ah, nee, da noch nicht. Stimmt gar nicht, sondern hier hin. Obwohl, nee, wir machen das so immer an die Wand. Tada. Ich muss sagen. Oh, direkt die Rohre weg. Schön. Wände. Oh, vielleicht bekommt ihr mal etwas Edleres, oder? Ach, oder? Ich überlege gerade. Nee. Oh, Moment mal. Nee, hier würde ich noch gerne einen Durchgang nach draußen machen. Hier ist nämlich ein schöner Hof. Und eventuell auch noch Platz für einen Anbau. Moment, wie mache ich das? Hallo, Planungsmodus, da. Die Wand, welche ich um 2 versetze. Um 1, 2 Sätze kann ich da noch... Was? Nee, Moment mal.
Um 1 versetzen, es wäre so. So. Und wäre. Moment mal, was? Müsste hier ja die Wand hin? Genau. Was passt dann ja so? Dann das so. Das so. Und das so. 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 Irgendwas ist falsch. Moment, so. 3, 4. Moment, was? Nee, hä? So. Genau. Irgendwas ist jetzt falsch. Hier fehlt was. Dadadam. Ach, die können auch hier raus. Wow. Ich hätte es nicht ändern sollen. Warum habe ich es geändert? Ich hätte es nicht ändern sollen. So. Alles gut. So, das passt. 4, 4, 4, 4. Dann geht's halt hier raus. Ich Idiot. Genau. Hier Waffenkammer, was weiß ich. Dann passt es auch noch mit den Rohren, genau. Okay, also mache ich daraus jetzt die Wände. So. Ach ja, vielleicht soll ich auch die Wände vom Sicherheitsbüro-Gedöns hier bauen. So. Dann Tür. Gefängnistür. Streifen grau. Was heißt Streifen grau? Ach so, niedrige. Rot. Hohe Sicherheit. Schutzhaft. Genau. 200. Kosten alle. Ich weiß, das ist ein Fehler, dass ich die Türen zuerst mache, aber ich hab's so gewollt. So, Bett kommt hier hin. Diese Duschstange verstehe ich noch nicht ganz. Ist mir aber auch egal. So. So. Toilette. Warum habe ich überhaupt pausiert? Na, muss ich dann später noch bauen. Ich hoffe, das läuft nicht aus. Die gibt es doch auch. Sprinkler, TV. Nee, ich suche. Sofa. Die sollen halt bloß nicht angepisst sein. Was ist das denn für ein riesiges Bücherregal? Das bekommen die nachher auch rein. Ich suche gerade dieses Eckbücherregal. Moment mal. B. Bücherregal. Das hier suche ich, genau. Oh, was will er denn wieder? Pause, bevor wir hier was machen. Und das hier weg. Ich habe gerade erfahren, dass die Häftlinge unzufrieden mit ihren Arbeitszeiten sind und ihnen Probleme machen wollen, wenn sie nicht gesenkt werden. Eine Wache hat gehört, wie ein Häftling sagte, wenn sie mehr als 2 Stunden am Tag arbeiten müssen, würden sie das Gefängnis auseinandernehmen. Habe ich ja richtig Lust drauf, das zu ändern. Och, ernsthaft? Ich überlege gerade, was ich dann als Ersatz dafür nehme. Ich würde sagen, die Freizeit kommt dann. Och, ist das dumm.
Überleg gerade vor oder nach dem Essen. Oh, Entscheidungen treffen hier, ne? Was ist das hier? Hallo, Freizeit? Das ist ein Kack, ey. Moment, wir machen jetzt eben alles auf... Hallo? Muss ich das jetzt alles einzeln anklicken hier? Oh, kommt schon. Hatte ich nicht mal alle unterschiedliche Zeiten? Hm. So, machen wir das so. Schön gestaffelt. Hm, natürlich habe ich es wieder falsch gemacht. Das klappt ja gut. Hä? Wie Programme Freizeit? Hä? Ach so, die haben keine Arbeit, okay. Was haben wir hier? Schutzhaft hat nur Freizeit? Ach so, die haben andere Schlafenszeiten, okay. Warum hat die normale Sicherheitsstufe so wenig Arbeit? Oh Gott. Was auch immer ich da wieder getan habe. So, es kann aber keiner meckern, dass zu viel Arbeit ist. Gut. Ich hatte irgendwas Wichtiges getan gerade. Ich war hier bei der Einrichtung, genau. Hm. Kantine, genau. Was brauchen die wohl für eine Kantine? Da, 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 da. Wie groß ist die nochmal? Darf die sein? Ist egal. Gut. Kantine. Oh Gott, der Serviertisch wieder so riesig. Reicht doch, wenn hier so vier Tisch ist. So. Dann halt Stühle hin, ne? Sind das die normalen Stühle? Moment mal. Bänke nehmen wir da doch immer. Mann, ey. Mach ich da direkt Stühle hin? Gott. Nee, nee, nee. So. Hm, dann brauchen wir noch sowas. Telefon. Hm. Oh, Wandlampen, Event. Ach nee, die haben Licht drin. Okay. Toilette braucht er nicht, hab da ja schon. Fernseher. Telefon weg. Fernseher. Breites Sofa. Billardtisch. Ey, wenn das nicht reicht, Leute, ne? Was macht er jetzt? Er kommt nicht weiter. Strom. Tür entriegelt. 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 Da, 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 da. Da, 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 da. Was soll denn es hier für Gebiet? Okay. Schutztrakt, 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 Schutztrakt. Das hier ist nur für Personal. Nur wenn ihr müsst. Nur wenn ihr müsst. Da sollte natürlich auch noch eine Sicherheitstür rein. Also so eine Gefängnistür. Oder soll ich da so eine Sicherheitstür? Tür sicher. Nur für 1 auf 10 Tür mit Kommunikationskappe. Ah, sie können erst. Ach so. Okay. Hm. Ja. Wäre es jetzt aber richtig gemacht. So, das haben wir auch gesetzt. So. Schutztrakt. Schutztrakt, Schutztrakt. Kantine wird gleich fertig sein. Sehr gut. Kommen die Schutztrakt-Typen nämlich da rein.
ich keine Lust mehr auf den Quatsch. Einzelhaft? Nee, Schlafsackantine. Zelle. Wehe, die Größe reicht jetzt nicht. 2x3 ist doch Mindestgröße. Was denn jetzt wieder? Ist doch alles. Ja, umschlossen. Hallo. Das kriegt ihr noch hin, Leute. Genau. Wie ist der Hof denn hier organisiert? Okay, der ist nur für Schutzhaft. Bitte haltet das auch ein. Oh, das hier muss aber... Nee, das ist nicht nur für Personal. Was muss ich noch? Eine Tür machen? Genau, Schutzhaft markiert. Was? Die nur? Was? Der wird Schutzhaft markieren können. Ja, genau. Da, hier geht's raus. So, aber Telefon wollte ich den ja auch noch geben. Sieht halt so doof aus hier an der Wand. Da, genau. Das ist eine gute Stelle. Die Wasseranschlüsse? Oh. Die habe ich gar nicht gesetzt. Oder? Hm. Wird schon schief gehen. Was macht ihr jetzt wieder? Wo geht er denn jetzt hin? Da kommt ihr nicht durch, das ist euch klar, oder? So, das machen wir aber noch fertig. Ja, cool, dass ihr jetzt dahin geht und nicht hier drin bleibt. Ne, Moment mal. Wow, hier. Genau. Das hier machen wir jetzt mal weg, dass es hier keine Schutzhaft mehr ist. Da, allgemein. Oha, direkt alles gemein. Kann ich den direkt dahin schicken? Geht das? Nö. Er wird jetzt rübergebracht, ne? Genau, sehr schön. Das bleibt noch offen. So, was ist denn jetzt hier wieder? Wache zu... Ja. Personal sind ja eben ein paar Wachen leider kaputt gegangen. Weiß auch nicht warum. Perfekt. So, Kameras. Strom dafür müsste klappen. Ich hoffe, die Rohre kommen noch, Leute. Wir machen da, glaube ich, erstmal eine normale Personaltür oder eine Geheimtür, die sich aufhebt und Personal durchsetzen. Machen wir die Tür mal rein. Serviertisch, ja, der wird ja auch noch kommen, oder? Gut. Oh, verdammt. Wie duscht. Stand gerade duscht. Wo geht er denn jetzt hin? Ey, nee, das kann ja nicht sein. Warum duscht er nicht in... Ach so, weil seine Dusche nicht geht. So, nur wenn du musst. Das ist natürlich doof, dass die Duschen hier nicht gehen. Oh, wo geht er denn jetzt duschen? Och, ernsthaft? Wo ist die nächste Dusche? Automatische Tür oder so? Geht doch. Wo zur Hölle geht er jetzt duschen? Oh, schon keine Zeit mehr? Ja, geil. Der läuft hier auf dem Rasen. Ja, lustig. Ah, na super.
Hier fehlt auch der Abfluss, Leute. Und kann ich denn da kein... Unglaublich. Was denn da? Och Mann. Wäre ja echt cool. Naja. Hof, Hof, Hof. Kriegen die den riesigsten Hof? Achso, den markiert man ja anders. Hof. Wie Mindestgröße? Hallo? Geht doch. Wie, ihr macht ja jetzt nicht natürlich die einzige Zelle. Was ist denn jetzt hier? Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist das denn jetzt hier wieder? Irgendwas ist hier mit Duschkopf, hallo? Ist das etwa kein Duschkopf? Passiert auch nichts mehr. Oh Gott. Wo ist denn überhaupt mein... Oh Gott, der ist bestimmt auch unterwegs. Ich verstehe auch nicht ganz, warum... Das hier müsste ja auch gelb sein. Hier draußen. Warum zum Teufel ist das hier... Was ist damit? Das muss mal bitte jemand schnell abreißen. Wo geht er denn jetzt hin? Betet. Oh. Natürlich brauchen die auch sowas. Oh Gott. So, Duschkopf. Ich will den jetzt weg haben. Der soll weg oder verbunden werden? Ich will einfach alles weg haben. Umschlossen, Wänden, Türen eingerahmt. Boah, was haben die denn hier gemacht, ey? Oh, was für ein Tunnel jetzt schon wieder. Wieder der, der hier immer gefunden wird, ne? Ne, hier ist ein anderer. Oh Gott. Oh Mann. Das kann doch nicht sein. Ihr macht auch wieder Quatsch, ne? Och, Leute. Oh Mann. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um zu sehen, ob ich diesen Duschkopf jemals hier wegbekomme, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.